Bei der Usability-Evaluierung geht es im Wesentlichen eben ganz einfach darum, dass man die Usability von einem System oder von einem Produkt überprüft. Und diese Usability-Evaluierung, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von Usability-Engineering. Das ist auch ein Themenkomplex, der eine ganz zentrale Rolle in dieser Lehrveranstaltung einnehmen wird. Also es wird in der Vorlesung ganz, ganz viel um Evaluierung gehen. Es wird auch im Übungsteil ganz stark um Evaluierung gehen. Also die Methoden, die Sie im Übungsteil anwenden sollen, das sind auch überwiegend Evaluierungsmethoden. Und deshalb zuallererst einmal schauen wir uns die Frage an, wozu macht man das überhaupt? Wozu braucht es Usability-Evaluierung? Und der Grund dafür ist ganz einfach, dass ein Design von einem System oder von einem User-Interface immer ein Stück weit auf Annahmen und Vorhersagen beruht. Weil man kann als Designerin oder Designer nie alle Möglichkeiten und Eventualitäten vorhersehen und man muss sich da immer ein Stück weit auch auf Spekulationen und Annahmen verlassen, damit man quasi überhaupt mal anfangen kann, irgendwelche Entwürfe und irgendwelche Lösungsvorschläge auszuarbeiten und vorzulegen. Und man weiß aber am Beginn eben nicht alles und beim ersten Mal klappt auch meistens nicht alles. Und deshalb ist eine große Gefahr oder ein großes Risiko zu glauben, dass alle diese Annahmen, die man zu Beginn trifft, auch tatsächlich korrekt und vollständig sind. In der Regel wird das nämlich nicht der Fall sein. Also es wird immer irgendwelche Fehlannahmen und Fehleinschätzungen geben. Und daher müssen diese Annahmen und diese Vorhersagen quasi überprüft werden, ob die auch tatsächlich stimmen. Und es gibt auch zwei Gründe, also zumindest zwei Gründe, aber aus meiner Sicht zwei besondere Gründe, die mir jetzt einfallen würden, die, glaube ich, sehr häufig dazu führen, dass man Fehlannahmen trifft als Designerin oder als Designer, wenn man jetzt anfängt, Systeme zu planen, zu konzipieren oder User Interfaces zu gestalten. Und eine dieser Fehlerquellen ist, glaube ich, ganz einfach, dass man natürlich dazu geneigt ist, dass man als Mensch von sich selber auf andere Menschen schließt. Das ist ja grundsätzlich naheliegend, weil zu sich selber hat man den besten Bezug und deshalb ist es auch irgendwie naheliegend, dass man von sich selbst, von den eigenen Erwartungen und von den eigenen Fähigkeiten und von dem, was man selber weiß, quasi Rückschlüsse darauf zieht, wie andere Menschen sich verhalten werden, welche Eigenschaften, Charakteristika, Fähigkeiten die mit sich bringen. Und das ist auch insofern problematisch, weil Menschen ganz einfach sehr unterschiedlich sind. Und insbesondere das Verhalten der Menschen ist etwas, was oft unvorhersehbar ist. Also wenn man anderen Leuten zuschaut, erlebt man oft Überraschungen, dass die sich auf sehr unvorhersehbare Art und Weise verhalten. Und deshalb ist es eben notwendig, dass man auf die Benutzerinnen und Benutzer eingeht, um etwas von ihnen zu lernen und um diese Annahmen zu überprüfen. Da kann man auch wieder diesen Brückenschlag machen zu dem, was ich vorher gesagt habe, bei dieser Auseinandersetzung mit einer Zielgruppe. Das ist eben auch besonders nützlich oder besonders wichtig ist, dass man sich da nicht nur mit Menschen auseinandersetzt, die einem selbst sehr stark ähneln, die einem sehr ähnlich sind, sondern dass es vor allem auch darum geht, dass man sich da mit Menschen auseinandersetzt, die sich von einem selbst unterscheiden. Und der zweite Grund, warum es, glaube ich, oft passiert, dass man jetzt als Designerin oder Designer oder auch als Entwicklerin und Entwickler von einem Computersystem falsche Annahmen und Vorhersagen trifft, ist der, dass die Designerinnen und Designer beziehungsweise die Entwicklerinnen und Entwickler von Software und von komplexen technischen Systemen ganz, ganz besonders wenig repräsentativ für die meisten Menschen sind. Weil als Softwareentwickler oder als Softwareentwicklerin ist es natürlich notwendig, dass man ein sehr, sehr großes technisches Fachwissen mit sich bringt. Weil sonst wären wir ja gar nicht in der Lage, dass man überhaupt diese komplexen technischen Systeme und diese komplexe Software entwickeln kann. Das braucht wahnsinnig viel Fachwissen. Da muss man wissen, wie Computer funktionieren. Man muss wissen, wie das Internet funktioniert. Man muss wissen, wie Betriebssysteme funktionieren. Man muss wissen, wie unterschiedliche Kommunikationsprotokolle, die zum Einsatz kommen, funktionieren. Wahnsinnig viele Dinge, die man ganz einfach wissen muss als Entwicklerin und als Entwickler, damit man überhaupt mal anfangen kann, seine Arbeit zu machen, damit man überhaupt mal Software entwickeln kann. Und zusätzlich ist es natürlich auch noch so, wenn man jetzt selber an einem System arbeitet, wenn man das selber entwickelt, dann fehlt einem ganz besonders diese kritische Distanz zu dem, woran man arbeitet. Also wenn Sie selber ein User-Interface entwerfen und gestalten,
dann heißt das natürlich ganz automatisch, dass alles, was Sie da entwerfen und gestalten, für Sie Sinn ergibt. Da wird nichts unverständlich sein, weil das kann gar nicht unverständlich sein, weil Sie haben sich ja selber ausgedacht. Wenn Sie sich selber was ausdenken, dann kann das für Sie nicht unverständlich sein. Und das führt eben auch dazu, dass man quasi sowas wie Betriebsblindheit, wenn man so will, als Designerin oder als Designer, automatisch mitnimmt oder automatisch da reinbringt, weil einem eben als Designer oder Designerin oder als Entwicklerin oder als Entwickler die kritische Distanz zu dem fehlt, woran man arbeitet und was man da selber baut. Und deshalb ist eben Evaluierung so wichtig, beziehungsweise sind insbesondere auch konkrete Evaluierungsmethoden, systematische Methoden wichtig, weil diese systematischen Methoden erlauben eine relativ unbefangene Betrachtungs- und Herangehensweise. Das heißt, das sind Methoden, die es einem ermöglichen, diese kritische Distanz zu einem Untersuchungsgegenstand oder zu einem Gegenstand, an dem man arbeitet, ein Stück weit wiederherzustellen, damit man das Ganze mit frischen Augen neu betrachten kann. Das Zweite, was auch noch ganz wichtig ist, und das ist auch was, da habe ich in der letzten Woche schon auch ausgiebig drüber geredet, wenn Sie die Usability von einem System evaluieren, behalten Sie immer im Hinterkopf, es geht immer darum, dass man Probleme findet. Also insbesondere, wenn es um eine Evaluierung geht, die auf eine Verbesserung des Produkts abzielt, dann muss man da mit einer großen Offenheit an die Sache herangehen. Dann ist das nicht etwas, wo man defensiv sein darf, wo man quasi in Gedanken den Untersuchungsgegenstand in Schutz nimmt, wo man sich sagt, ich will eigentlich gar nichts finden, ich will da jetzt nur Bestätigung finden, dass ich alles richtig gemacht habe, sondern man braucht auch diesen Mindset, diese Grundeinstellung, dass man an die Sache so herangeht, dass man sagt, mir geht es darum, Probleme zu finden, damit ich dann das Produkt verbessern kann, auch wenn mein Selbstwertgefühl oder meine Selbsteinschätzung dadurch vielleicht ein bisschen lädiert wird, weil ich drauf komme, dass ich was falsch gemacht habe. Gut. Die nächste Frage ist dann, wann soll man eigentlich evaluieren? Und wenn man sich Usability Engineering so als Gesamtprozess anschaut, da gibt es ein sehr verbreitetes Vorgehensmodell im Feld des Usability Engineerings, das sogenannte User-Centered Design, also der sogenannte User-Centered Design-Prozess. Und diese User-Centered Design-Prozesse, die laufen im Wesentlichen immer ungefähr so ab, wie Sie es hier schematisch dargestellt auf der Folie sehen. Also die gliedern sich typischerweise in diese Phasen, die Sie hier sehen. Zuallererst steht immer, dass man sich einmal auseinandersetzt mit der Fragestellung, was will ich überhaupt bauen? Was soll dieses System können? Wer sind die Menschen, die dann später mit diesem Produkt arbeiten werden? In welchem Kontext findet das Ganze statt? Und welche Requirements und welche Anforderungen lassen sich daraus jetzt ableiten? Das heißt, da macht man sich überhaupt einmal damit vertraut, oder versucht man sich überhaupt einmal ein Bild davon zu machen, was am Ende von dem Prozess rauskommen soll. Das ist eine Lernphase, das ist eine Einarbeitungsphase, das ist auch eine Phase in diesem User-Centered-Design-Prozess, die sehr ähnlich ist zu dem, was man im Software-Engineering, im Requirements-Engineering typischerweise macht. Das sind auch zwei Aktivitäten, die sehr häufig Hand in Hand gehen, also diese Benutzerstudien in einem User-Centered-Design-Prozess, die lassen sich in der Praxis oft auch sehr gut verknüpfen mit einer typischen Requirements-Engineering-Phase in einem Softwareentwicklungsprozess. Und wenn man sich dann einmal ein Bild davon gemacht hat, was man eigentlich bauen möchte, wie eine Lösung ausschauen könnte, dann geht es quasi darum, dass man sich konkrete Lösungsansätze überlegt. Das ist die Designphase, wo man Konzepte und Ideen entwickelt darüber, wie dann das Ergebnis ausschauen könnte. Und wenn man quasi diese Entwürfe, diese Designentwürfe ausgearbeitet hat, dann ist der nächste Schritt, dass man diese Designentwürfe in eine konkrete Form gießt, dass man was Angreifbares baut. Das ist diese Phase Prototyping und Implementierung hier auf der Folie. Dass man anfängt, konkrete Artefakte zu produzieren, dass man anfängt, Prototypen zu bauen, dass man anfängt, vielleicht auch schon mit der Implementierung vom System, damit man dann eben etwas Angreifbares und etwas Herzeigbares hat. Und wenn es dann diese konkreten, angreifbaren, herzeigbaren Artefakte gibt, dann gibt es diese Phase der Evaluierung und der Reflexion, wo man sich quasi anschaut, passt das überhaupt, was wir gebaut haben? Funktioniert das? Hat das eine gute Usability? Ist das gut benutzbar oder ist es das nicht? Und was jetzt auch noch ganz wichtig ist, wenn man sich diesen Prozess hier anschaut, mit diesen vier Phasen zu betonen, ist, das Ganze ist kein linear-sequentieller Prozess, sondern das Ganze ist als ein zyklisch-iterativer Prozess zu verstehen,
erkennt man eh auch an den Pfeilen hier in der Grafik. Das heißt, dieser Zyklus aus diesen vier Phasen, wie Sie ihn hier auf der Folie sehen, der wird nicht nur einmal durchlaufen, sondern der wird idealerweise mehrmals und iterativ durchlaufen. Das heißt, Evaluierung ist nicht etwas, was erst ganz am Ende von einem Design- oder Entwicklungsprozess steht, was man erst dann macht, wenn man mit allem fertig ist, also wenn man mit der Entwicklung fertig ist, sondern das ist etwas, was in jedem Zyklus und auch schon relativ früh in einem Entwicklungsprozess stattfinden kann und auch stattfinden sollte. Und in dieser Evaluierungsphase kann man dann eben auch draufkommen, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, dass man manche Dinge ausbessern oder verändern muss. Und dann kann es eben auch notwendig sein, dass man von dieser Evaluierungsphase zum Beispiel wieder zurückgeht zu den Benutzerinnen und Benutzern und mit denen redet, um die Requirements nachzuschärfen oder zu adaptieren oder anzupassen oder zu vervollständigen. Oder dass man von dieser Evaluierungsphase zurückgeht in den Designprozess und anfängt und zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das rausbekommen, ich habe das und das gelernt. Wie kann ich das jetzt in meine Konzepte und Ideen einfließen lassen, um die zu verbessern und zu überarbeiten? Gut, ganz allgemein kann man bei Evaluierungsmethoden auch dahingehend unterscheiden, welche Zielsetzung mit diesen Evaluierungsmethoden verfolgt wird. Und da unterscheidet man im Großen und Ganzen zwischen der formativen Evaluierung und der summativen Evaluierung. Die formative Evaluierung ist quasi so etwas, kann man sagen, das ist eine formgebende Evaluierung. Das ist etwas, was während dem Design und während der Entwicklung von einem System stattfindet, wo es vor allem darum geht, quasi einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut ein System während der Entwicklung schon funktioniert, beziehungsweise vor allem auch herauszufinden, was nicht funktioniert und wie man das Ganze verbessern kann. Das heißt, diese formative Evaluierung, das ist etwas, wo es darum geht, dass man Probleme voraussieht und versucht, quasi eine ständige Verbesserung des Systems während der Entwicklung dadurch zu unterstützen und zu ermöglichen. Oder wo es zum Beispiel auch darum gehen kann, dass man versucht, unterschiedliche Designalternativen, die im Raum stehen, gegeneinander abzuwägen und dann die beste von diesen Alternativen auszuwählen. Das heißt, bei der formativen Evaluierung, da geht es vor allem um eine laufende Verbesserung während Design und Entwicklung vom Produkt, an dem man arbeitet. Und die summative Evaluierung ist dann im Gegensatz dazu so etwas wie eine zusammenfassende oder eine überprüfende Evaluierung. Das heißt, da geht es nicht mehr vorrangig darum, dass man das Produkt verbessert oder radikal umgestaltet, sondern da geht es in erster Linie darum, dass man sich absichert, dass man schaut, passt das überhaupt, was wir da gemacht haben. Das ist typischerweise etwas, was sehr spät in einem Entwicklungs- oder Designprozess stattfindet, wenn bereits viele Designentscheidungen feststehen oder wo es vielleicht schon ein fertiges oder fast fertiges Produkt geht und wo es quasi vor allem um eine Qualitätssicherung geht, wo es darum geht, dass man schaut, entspricht dieses System unseren Standards, entspricht das gängigen Standards, die es am Markt gibt, wo man vielleicht Benchmark-Werte definiert und überprüft, ob diese Benchmark-Werte eingehalten werden und wo es dann vielleicht auch noch ums Feintuning und Detail-Polishing vom System geht. Aber typischerweise wird so eine summative Evaluierung oft erst dann stattfinden, wo man hofft, eigentlich schon fertig zu sein und wo es dann quasi nur mehr um die Absicherung von dem Ganzen geht. Und damit einhergehend kann man auch sagen, bei dieser formativen Evaluierung stehen in der Regel qualitative Daten im Vordergrund, also Daten, die Ihnen Erklärungen liefern, Daten, die Ihnen sagen, hier gibt es ein Problem, die Ihnen auch eine Erklärung dafür liefern, wieso gewisse Probleme auftreten und die Ihnen auch einen Hinweis darauf geben, wie Sie diese Probleme ausbessern können und wie Sie das System verbessern können. Und auf der anderen Seite bei der summativen Evaluierung stehen in der Regel quantitative Daten im Vordergrund. Also Performance-Metriken oder konkrete Metriken, die man in Zahlen drücken und ausgießen kann, ausdrücken und in Zahlen festhalten kann. Also zum Beispiel sowas wie eine Erfolgsrate oder eine Conversion Rate oder Zeitmessungen und so weiter. Das ist jetzt nicht eine hundertprozentige Zuordnung. Also auch bei einer formativen Evaluierung wird man sehr häufig gewisse quantitative Daten, die einen interessieren, miterheben. Aber es stehen in der Regel eben die qualitativen Daten im Vordergrund. Und umgekehrt, auch bei einer summativen Evaluierung wird man typischerweise gewisse qualitative Daten mitnehmen, aber im Fokus stehen bei summativen Evaluierungen eben typischerweise eher die quantitativen Daten.
Gut, eine andere wichtige Unterscheidung zwischen zwei Arten von Evaluierungsmethoden ist, also zuallererst mal ganz grundsätzlich, bei vielen Usability-Evaluierungsmethoden oder generell bei vielen Usability-Engineering-Methoden ist es so, dass man Benutzerinnen und Benutzer sehr direkt und unmittelbar in diesen Usability-Engineering-Prozess einbinden und reinholen muss. Das heißt, sehr viele von diesen Methoden, wie eben zum Beispiel das Usability-Testing, das Sie hier unten auf der Folie sehen, die machen es erforderlich, dass man quasi Menschen findet, die den Benutzerinnen und Benutzern des Systems möglichst gut entsprechen und dass die sich für so einen Usability-Test zur Verfügung stellen als Testpersonen. Und so ein Usability-Test, der rennt dann typischerweise so ab, dass man eben diesen Testpersonen, diesen repräsentativen Benutzerinnen und Benutzern, bestimmte vordefinierte Aufgaben gibt, die sie erledigen sollen und dass man sie bei der Erledigung dieser Aufgaben beobachtet und dass man dann aus der Analyse der Ergebnisse aus dieser Beobachtung dann Rückschlüsse ziehen kann, wo gibt es Probleme und wie kann ich diese Probleme verbessern. Das heißt, das Grundprinzip von diesem Usability-Testing ist jetzt eben, dass man Fehler und Probleme erfasst, die dann auch tatsächlich in der Praxis anderen Menschen passieren werden und auftreten können. Und Usability Testing ist eine wahnsinnig gut etablierte und anerkannte und zuverlässige und wahnsinnig wichtige Methode auch im Usability Engineering. Ich würde sagen, Usability Testing ist so quasi die wichtigste Methode, die es in der Usability Evaluierung überhaupt gibt. Es ist auch eine Methode, die wahrscheinlich die besten und zuverlässigsten und aussagekräftigsten Ergebnisse typischerweise liefert. Es ist aber auch eine Methode, die relativ zeitaufwendig und arbeitsintensiv sein kann. Und zwar insbesondere auch deshalb, weil man für so einen Usability-Test eben immer Testpersonen braucht, dass man da quasi Menschen von außerhalb reinholt in diesen Prozess. Und dadurch ergeben sich natürlich viele externe Abhängigkeiten und auch viele mehr oder weniger große logistische Herausforderungen, dass man so einen Usability-Test überhaupt mal auf die Beine stellt und erfolgreich durchführt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt eben auch eine Gruppe, eine Klasse von Evaluierungsmethoden, die eben darauf verzichten, dass man da Benutzerinnen und Benutzer in den Evaluierungsprozess einbezieht, sondern die darauf abzielen, dass diese Methoden quasi nur von den Expertinnen und Experten durchgeführt werden können, ohne dass man da jetzt Leute von außerhalb dazuziehen muss, ohne dass man da jetzt extra Testpersonen dafür rekrutieren muss. Und diese Methoden, die werden zusammengefasst unter dem Namen, unter dem Begriff der sogenannten Usability-Inspektionen. Und diese Usability-Inspektionsmethoden, die funktionieren eben so, dass es darum geht, dass sich die Expertinnen und Experten versuchen, in die Rolle der Benutzerinnen und Benutzer hineinzuversetzen. Und anhand dieser Methoden versuchen Fehler und Probleme vorherzusagen, die dann später auftreten könnten. Und ja, häufig kommt da als Grundlage für diese Beurteilung, für diesen Review-Prozess zum Einsatz, dass man sich eben einerseits auf die Erfahrungen und auf die Fachkenntnisse der Expertinnen und Experten verlässt und andererseits, dass man sich an konkrete Richtlinien beziehungsweise an konkrete Vorgehensweisen und Vorgehensmodelle dabei hält. Und Beispiele dafür sind eben zum Beispiel die heuristische Evaluierung oder auch die Cognitive Walkthrough-Methode, um die es jetzt dann heute auch noch in der Vorlesung gehen wird. Sie sehen also schon, es gibt grundsätzlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Evaluierungsmethoden im Usability Engineering, die man verwenden kann. Und das bringt dann natürlich auch automatisch die Frage mit sich, wann soll man welche Evaluierungsmethode einsetzen? Also wie kann man eine Auswahl zwischen diesen unterschiedlichen Evaluierungsmethoden treffen, damit man die richtige auswählt? Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die man berücksichtigen sollte. Einerseits eben finanzielle Trade-offs, beziehungsweise auch generell Trade-offs, die mit Ressourcen zusammenhängen, weil unterschiedliche Methoden können unterschiedlich aufwendig sein und da muss man auch ganz einfach anschauen, was geben jetzt quasi die Ressourcen her, wenn man jetzt eine bestimmte Methode zum Einsatz bringen will. Ein weiterer Punkt ist dann, dass man sich anschaut, welche oder ja, wie gut die Qualität von den einzelnen Methoden ist.
Da gibt es auch wieder unterschiedliche Aspekte, in die man diese Qualität der verschiedenen Methoden runterbrechen kann. Es gibt zum Beispiel die Frage nach der Vollständigkeit. Finde ich möglichst viele Probleme oder finde ich damit nur wenige Probleme? Es geht auch um die Frage der Objektivität. Also so eine Usability-Evaluierung, die sollte natürlich objektive Ergebnisse bringen. Das sollte nicht einfach nur eine subjektive Einschätzung von irgendwem sein. Das sollte nicht einfach nur ein Bauchgefühl sein. Das sollte nicht einfach nur sein, man sagt halt, ja, gefällt mir nicht. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es jetzt vielleicht Probleme. Sondern diese Einschätzung und diese Evaluierung sollten ganz einfach auch Fakten zugrunde liegen. Die sollten auch objektiv sein und die sollten auch vor allem objektiv reproduzierbar sein. Und diese Objektivität, die ist natürlich einerseits wichtig, damit das Ganze überhaupt eine Aussagekraft hat, aber auf der anderen Seite auch, damit das Ganze Gewicht bekommt, damit man dem Ganzen quasi Nachdruck verleihen kann, wenn man da jetzt seine Probleme diagnostiziert und irgendjemand anderem vorlegt. Eine andere wichtige Frage, die Frage nach der Validität, finde ich überhaupt korrekte und richtige und gültige Ergebnisse mit meiner Evaluierungsmethode. Also stimmt das überhaupt, was ich da gefunden habe? Und auf der anderen Seite auch die Frage nach der Reliabilität. Also wie exakt und präzise sind diese Ergebnisse, die ich daraus bekomme? Oder sind die sehr ungenau, sehr schwammig? Und diese Aspekte bei der Beurteilung zur Qualität der Methode, das ist auch was, da werde ich dann in einer späteren Vorlesung noch mal ein bisschen genauer drauf zurückkommen. Ich möchte es jetzt hier nur kurz anschneiden, aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir uns das nachher noch mal anschauen, wenn Sie schon mehrere unterschiedliche Methoden ein bisschen genauer kennengelernt haben. Und zu guter Letzt muss man bei der Wahl der passenden Evaluierungsmethode auch die Eigenschaften und Charakteristika der Methode berücksichtigen. Man muss sich zum Beispiel überlegen, ob eine Methode für eine bestimmte Designphase oder für eine bestimmte Entwicklungsphase überhaupt geeignet ist. Weil für einen Usability-Test, den Sie mit Testpersonen durchführen, brauchen Sie natürlich schon relativ oder mehr oder weniger herzeigbare und mehr oder weniger repräsentative Artefakte, die dann das System, das fertige System widerspiegeln sollen. Und solange es diese Artefakte nicht gibt, können Sie auch keinen Usability-Test durchführen, weil Sie haben einfach nichts, was Sie den Testpersonen zum Ausprobieren geben können. Oder eben auch diese Frage oder diese Unterscheidung mit den formativen und summativen Tests. Einen summativen Usability-Test können Sie erst relativ spät in einem Entwicklungsprozess durchführen, weil Sie eben eine relativ realistische oder relativ detailgetreue Repräsentation vom fertigen System dafür brauchen, damit Sie sowas überhaupt machen können. Davor geht das nicht, wenn Sie das noch nicht haben. Und am allerwichtigsten ist aber, wenn Sie eine Methode auswählen, dass man sich überlegt, welche Fragestellung will ich überhaupt untersuchen? Welche Zielsetzung will ich damit überhaupt verfolgen? Das steht jetzt zwar hier ganz unten als letzter Punkt auf der Folie, ich sage es aber dazu, das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt bei der Wahl der richtigen Evaluierungsmethode, dass man weiß, wofür einzelne Methoden gut geeignet sind und wofür sie ungeeignet sind und dass man dann passend zur eigentlichen Fragestellung, die man untersuchen möchte und die einen interessiert, eben gezielt die richtige Methode auswählen kann. Vielleicht noch ganz kurz als Nachsatz zur Qualität der Methoden, das hätte ich jetzt fast vergessen dazu zu sagen. Was man in dem Zusammenhang auch sagen und ganz betonen muss, ist, die Qualität von verschiedenen Methoden hängt nicht nur von der Methode an sich ab, sondern die hängt auch in einem ganz wesentlichen Ausmaß davon ab, wer diese Methode anwendet und vor allem, wie die Methode angewendet wurde. Das heißt, dass die Qualität der Ergebnisse, die man rausbekommt, am Ende stimmt. Das hängt jetzt nicht nur von der Methode an sich ab, sondern es hängt auch davon ab, wer die Methode anwendet und wie gut das gemacht wird. Also man kann die beste Methode so falsch und so schlecht anwenden, dass man am Ende trotzdem nichts Gescheites rausbekommt. Also das ist vor allem auch ein großes Stück weit eine Eigenverantwortung der Evaluatoren und Evaluatorinnen, dass bei der Anwendung einer Methode am Ende auch tatsächlich was Brauchbares und was Gescheites rauskommt. Gut, Ziel von Usability-Evaluierungen ist jetzt immer, dass man Usability-Probleme findet. Das heißt, es geht darum, dass man, also vor allem geht es darum, dass man versucht, Usability-Probleme zu finden, bevor sie dann in der Praxis tatsächlich auftreten, bevor sie dann wirklich Probleme verursachen, wenn man so will, in der realen Welt, in der praktischen Bedienung, in der alltäglichen Verwendung. Und dass man versucht, eben diese Probleme möglichst früh vorherzusagen. Das heißt, es geht darum, dass man Probleme vorhersagt, welche Benutzerinnen und Benutzer bei der Verwendung eines Systems in einem realen Kontext haben werden
Und Usability-Probleme können eben alle Arten von Problemen sein, die einen Einfluss auf Effektivität, Effizienz oder Zufriedenheit der Benutzerinnen und Benutzer haben. Da sind wir wieder quasi bei dieser ISO-Definition, an die Sie sich eh hoffentlich erinnern können. Das heißt, diese Definition von Usability-Problemen ist eigentlich eine sehr weitläufige, ist interessanterweise auch etwas, wo man in der Literatur relativ wenig dazu findet. Also ich bin selbst erstaunt, dass es da nicht mehr dazu gibt, aber es gibt relativ wenig Literatur, die sich wirklich mit der Frage auseinandersetzt, wie lässt sich dieses Konzept eines Usability-Problems jetzt exakt definieren. Aber wie gesagt, diese ISO-Norm, die liefert uns da quasi eh das, was wir wissen müssen. Es geht um Probleme, die einen Einfluss auf Effektivität, Effizienz oder Zufriedenheit haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass Usability-Probleme sehr unterschiedliche Formen annehmen können, dass es da ganz unterschiedliche Ausprägungen von Usability-Problemen gibt. Das ist auch eine große Herausforderung darin, oder das ist auch eine große Herausforderung für die Leute, die Usability-Engineering machen, dass man Probleme findet, weil eben Probleme in so unterschiedlicher Form und in so unterschiedlichen Ausprägungen daherkommen können, was es dann auch schwer machen kann, sie zu erkennen und sie auch quasi argumentativ darzulegen, wenn man sie dann weiter kommunizieren möchte. Und eine weitere Herausforderung ist, wenn man Usability-Evaluierung betreibt, man kann nie davon ausgehen, dass man alle Probleme findet. Also man muss immer davon ausgehen, dass man nicht alle Probleme eben finden kann. Also egal wie gründlich und egal wie viel Energie man da rein investiert, man kann trotzdem nie davon ausgehen, dass man wirklich alle Probleme, die es gibt, finden kann. Eben auch wieder, weil Usability so ein mehrdimensionales Konzept ist, das von so vielen externen Faktoren eigentlich abhängig ist, dass man eben nie wirklich sagen kann, man ist fertig. Man kann immer nur probieren, dass man quasi die Usability von einem System verbessert, aber man kann damit nie fertig sein. Man kann nie sagen, ich habe jetzt das System mit einer perfekten Usability gebaut. Eine andere Herausforderung ist auch, dass nicht alles, was man findet, dann auch tatsächlich ein Problem ist. Da sind wir wieder bei diesem Punkt der Vorhersage, weil es eben darum geht, dass man quasi versucht, Probleme vorherzusagen, die dann später in der Praxis tatsächlich auftreten werden. Und da kann man natürlich auch falsch liegen. Das ist ein Stück weit spekulativ und da kann man dann zum Beispiel auch übers Ziel hinausschießen und Probleme vorhersagen und Probleme diagnostizieren, die dann in der Praxis aber eigentlich gar nicht zum Tragen kommen. Eine weitere Herausforderung ist, dass eben unterschiedliche Methoden dazu geeignet sind, um unterschiedliche Arten von Problemen zu finden. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass nicht alle Probleme gleichermaßen schwerwiegend sind, sondern es gibt schwere Probleme und es gibt weniger schwere Probleme, die halt vielleicht nur ein bisschen lästig sind. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, weil dadurch, dass Usability-Probleme natürlich unterschiedlich schwerwiegend sein kann, ist es auch notwendig und sinnvoll, dass man diesen Schweregrad von unterschiedlichen Usability-Problemen bewerten und zum Ausdruck bringen kann. Und dafür ist es üblich, dass man versucht, den Usability-Problemen, die man findet, ein sogenanntes Severity-Rating zu geben. Dieses Severity-Rating ist ganz einfach eine Gewichtung bzw. eine Priorisierung von unterschiedlichen Usability-Problemen. Und diese Severity-Ratings, die werden eben eingesetzt, einerseits um quasi die Dringlichkeit eines Problems zu beurteilen, auch um die Einteilung von Ressourcen für die Behebung eines Problems beurteilen und festlegen zu können, weil je schwerwiegender und je gravierender ein Problem ist, desto eher kann man natürlich rechtfertigen, dass man da jetzt viel Geld in die Hand nimmt, um das Problem zu beheben. Während ein kleines Problem, da wird man wahrscheinlich nicht unendlich viel Ressourcen reinputtern, dass man jetzt irgendein kleines und nicht so wichtiges Problem behebt. Andererseits aber auch, dass man abschätzen kann, ob vielleicht noch weitere zusätzliche Usability Engineering Maßnahmen notwendig sind, um dieses Problem besser zu verstehen oder um Lösungsansätze für dieses Problem entwickeln zu können. Also, dass man sich quasi ein besseres Bild davon machen kann oder machen muss. Entschuldigung. Die Beurteilung des Schweregrads, also die Formulierung von so einem Severity Rating, die sollte jetzt typischerweise auf Basis von drei Faktoren stattfinden, die Sie hier auf der Folie sehen. Der erste von diesen Faktoren ist ganz einfach die Häufigkeit. Wie häufig tritt dieses Problem auf? Ein System, das häufig auftritt, ist in der Regel schwerwiegender als ein Problem, das nur sehr selten auftritt. Ist, glaube ich, relativ logisch. Der zweite Faktor, den man berücksichtigen sollte, ist dann die Persistenz. Und man könnte auch sagen, bei der Persistenz, da geht es quasi um die Hartnäckigkeit, mit der sich ein Problem äußert. Da geht es zum Beispiel um die Frage, tritt ein Problem
nur einmal auf oder tritt das immer, immer wieder auf? Zum Beispiel oder insbesondere auch für Benutzerinnen und Benutzer, wenn ein Benutzer oder eine Benutzerin es geschafft hat, ein Problem einmal zu überwinden, ist die Sache dann damit erledigt? Haben sie es dann quasi geschafft? Haben die das Problem hinter sich gelassen? Oder ist das eine Art von Problem, mit der sich die Leute immer wieder herumschlagen müssen und mit dem sie immer wieder konfrontiert sind, auch wenn sie schon wissen, wie sie das Problem einmal gelöst haben? Also etwas, das quasi die Leute hartnäckig verfolgt, was ihnen im Nacken sitzt, wenn man so will. Und da kann man natürlich auch sagen, ein Usability-Problem mit einer hohen Persistenz wird in der Regel natürlich auch eine hohe Häufigkeit haben. Wenn etwas immer wieder auftritt, dann wird das in den meisten Fällen wahrscheinlich auch automatisch bedingen, dass es sehr häufig auftritt. Umgekehrt muss es aber nicht unbedingt der Fall sein, weil ein System kann, ein Problem kann durchaus häufig auftreten, ohne dass es sehr persistent ist. Also wenn ein Usability-Problem zum Beispiel in einem Installationsprozess von einer Software drinnen ist, dann wäre das ein Beispiel für ein Problem mit einer hohen Häufigkeit, aber einer niedrigen Persistenz. Insofern hohe Häufigkeit, weil jeder einzelne Benutzer und jede einzelne Benutzerin, die diese Software installiert, wird zumindest einmal über dieses Problem stolpern, wenn das in dem Installationsprozess drinsteckt. Auf der anderen Seite trotzdem eine niedrige Persistenz, weil man muss es quasi nur einmal überwinden und danach ist man ja quasi erledigt. Man installiert die Software nur einmal oder vielleicht ein zweites oder drittes Mal, wenn man es dazwischen deinstalliert. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt ein Arbeitsablauf, der wiederholt sich nicht regelmäßig. Deshalb kann es auch keine so hohe Persistenz haben. Der dritte Aspekt, der auch noch ganz maßgeblich ist, ist dann ganz einfach die Bedeutung für den Benutzer oder die Benutzerin. Wie schwerwiegend sind die Auswirkungen des Problems? Wie schwerwiegend sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Und aus diesen drei Faktoren, Häufigkeit, Persistenz und Bedeutung für den oder die Benutzerin, sollte man dann eben versuchen, ein gemeinsames Severity-Rating zur Bewertung des Schweregrads abzugeben. Und Jacob Nielsen schlägt für diese Bewertung eine Skala vor, die Sie hier auf der Folie sehen, die reicht von 0 bis 4, also eine fünfstufige Skala. Und da gibt man dann quasi jedem einzelnen Usability-Problem eine Bewertung, einen Zahlenwert auf dieser fünfstufigen Skala. Und diese Skala ist so, da gibt es zuallererst einen 0. Und 0 ist quasi ein bisschen ein besonderes Rating, weil 0 ist quasi das Rating, das man vergibt, wenn man sagt, eigentlich glaube ich gar nicht wirklich, dass das ein Usability-Problem ist. Also zum Beispiel, wenn Sie in einem Usability-Test irgendwas festgestellt haben, wo Sie während des Tests sagen, okay, das kommt mir jetzt komisch vor, das sollte ich mir notieren. Und wenn Sie dann später in der Analyse der Ergebnisse und in der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen zu dem Schluss kommen, dass das doch kein Problem ist, dann löschen Sie dieses Problem nicht, sondern Sie geben diesem Problem dann ein Rating von 0. Dass man quasi sagt, ich glaube gar nicht, dass das ein Usability-Problem ist. Beziehungsweise dieses Rating von 0, das kommt auch dort zum Einsatz, wo man quasi in der Gruppe, im Konsens, eine Bewertung abgeben möchte. Also wenn ein Kollege zum Beispiel sagt oder eine Kollegin sagt, ich habe hier dieses Problem gefunden und Sie widersprechen dem und sagen, okay, du glaubst, das ist ein Problem, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, dann würden Sie diesem Problem eben ein Rating von 0 geben für sich persönlich. Eins wäre dann quasi ein kleines Problem, ein kosmetisches Problem, das keine wirklich gravierenden Auswirkungen hat, das vielleicht ein bisschen lästig ist oder das vielleicht ein bisschen unschön ist, aber das jetzt nicht irgendwelche wahnsinnig negativen Konsequenzen für die Benutzerinnen und Benutzer nach sich zieht. Zwei wären dann kleine Usability-Probleme, also das sind Sachen, die dann schon unangenehm werden, die lästig werden, die auch frustrierend sein können, die vielleicht die Arbeitszeit unnötig verlängern und hinaufsetzen, die vielleicht einfach Reibungsstellen in der Arbeit sind, die einen einfach nerven, die lästig sein können, wenn man so will. Drei wären dann schon die großen Usability-Probleme, wo es quasi wirklich wichtig und dringend wird, dass man die ausbessert und fixt. Also Dinge, die zum Beispiel einen Menschen überhaupt davon abhalten können, eine Aufgabe erfolgreich zu erledigen, die also zum Beispiel einen Einfluss auf die Taskerfüllung, auf die Effektivität haben, das wären wahrscheinlich sehr häufig solche Major Usability-Probleme. Und vier, das wären dann so diese absoluten Usability-Katastrophen, wo es einfach völlig außer Frage steht, dass man die unbedingt ausbessern muss. Also was ganz klar ist, dass es absolut wichtig ist, dass man das ausbessert. Das wären dann zum Beispiel Dinge, die eben
sehr weitreichende Konsequenzen haben könnten, die zu Unfällen führen. Oder auch zum Beispiel Sachen, die sich nicht rückgängig machen und die sehr negative rückgängig machen lassen und die sehr negative Auswirkungen für die Benutzerinnen und Benutzer haben. Zum Beispiel Probleme, die zu einem unwiederbringlichen Datenverlust führen können. Sowas wäre auch ein Beispiel für eine absolute Usability-Katastrophe, ein absolutes No-Go, das dann ganz wichtig ist, dass man das ausbessert und fixt. Gut, so viel also erst einmal als eine kurze Einleitung zum Thema Evaluierung, als vor allem auch eine kurze überblicksmäßige Einleitung zu dem Thema. Und das wird uns ehrlich gesagt auch im ganzen Semester noch oft beschäftigen, dieser Themenkomplex der Usability-Evaluierung. Ich möchte Ihnen jetzt als nächstes aber eine erste konkrete Usability-Evaluierungsmethode vorstellen. Das ist eine Methode, die Sie eben auch im Übungsteil, beim ersten Übungsbeispiel selber ausprobieren und anwenden sollen. Und das ist die sogenannte Cognitive Walkthrough-Methode. So, die Cognitive Walkthrough-Methode ist eine Usability-Inspektionsmethode. Das heißt, es ist eine Methode, die man als Expertin oder Experte anwenden kann, ohne dass man dafür Testpersonen rekrutieren muss, ohne dass man dafür reale Benutzerinnen und Benutzer einbinden muss. Das heißt, das ist was, das kann man als Experte und Expertin ganz allein ohne externe Abhängigkeiten machen, ohne dass man da jetzt einen anderen mit reinholen muss. Diese Cognitive Walkthrough-Methode wurde ursprünglich entwickelt von einigen Wissenschaftlern Wharton, Riemann, Lewis und Paulson Anfang der 1990er Jahre. Und es ist eine relativ alte Methode schon, gibt schon seit ungefähr 30 Jahren. Man muss auch dazu sagen, es ist eine nicht wahnsinnig, also ich glaube zumindest, es ist eine nicht wahnsinnig verbreitete Methode. Ich glaube, sie ist nicht wahnsinnig bekannt und wird auch nicht wahnsinnig oft eingesetzt. Ich persönlich finde das aber eigentlich schade, weil ich finde es eine interessante Methode. Ich finde es auch eine nützliche Methode. Ich glaube, sie ist nicht sehr vielseitig, das werden wir nachher auch noch sehen, sondern sie ist sehr spezifisch. Vielleicht wird sie auch deshalb nicht so oft eingesetzt. Aber für spezifische Problemstellungen kann diese Methode, glaube ich, sehr nützlich sein. Die Cognitive Walkthrough-Methode ist eine task-spezifische Methode. Das heißt, es geht dabei darum, dass man konkrete Arbeitsabläufe analysiert und sich anschaut. Und das bedeutet auch, dass man in einem ersten Schritt, bevor man damit beginnen kann, sich überlegen muss, welche Arbeitsabläufe man sich anschauen möchte und welche Arbeitsabläufe man analysieren möchte. Und das bedeutet insbesondere natürlich auch, dass das ein sehr enger Blick auf den Untersuchungsgegenstand ist. Weil quasi nur jene Arbeitsabläufe, die Sie als Expertin oder Experte sich im Vorfeld explizit ausgesucht haben als Untersuchungsgegenstand, nur jene Teile sind auch Teil der Untersuchung. Und alles, was Sie quasi nicht explizit und bewusst selbstständig berücksichtigen, alles, was durch diese von Ihnen gewählten Arbeitsabläufe nicht abgedeckt wird, das ist quasi sowas wie ein blinder Fleck. Das findet dann eigentlich keine Berücksichtigung bei dieser Methode. Das heißt, es ist eine Methode mit einem sehr fokussierten Blickwinkel im Gegensatz zu einer eher gesamtheitlichen oder zu einer eher holistischen Betrachtungsweise, wie man es zum Beispiel typischerweise bei der heuristischen Evaluierung einnimmt. Und wenn man jetzt konkrete Arbeitsabläufe zur Analyse und zur Evaluierung ausgewählt hat, dann ist die Vorgehensweise im Wesentlichen einfach so, dass Sie als Evaluator oder Evaluatorin den einzelnen Arbeitsschritten Schritt für Schritt folgen und jeden von diesen einzelnen Arbeitsschritten analysieren. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist diese Cognitive Walkthrough-Methode, die ist in erster Linie dazu gedacht oder in erster Linie dazu geeignet, dass man ein System aus der Perspektive eines Novice-Users betrachtet. Also aus der Perspektive von einem Menschen, der ein System das erste Mal sieht und das erste Mal damit in Berührung kommt. Es geht also quasi um eine intuitive, um eine explorative und eine erstmalige Verwendung eines Systems. Und an dem Punkt, an der Stelle ist es mir auch ganz besonders wichtig zu betonen, wenn ich hier sage, Novice User, dann ist damit nicht gemeint, dass das Menschen sind mit einer allgemein niedrigen technischen Fachkenntnis oder dass das Leute sind, die wenig Erfahrung mit Informationstechnologien haben oder die wenig Computererfahrung haben oder so, sondern da geht es wirklich darum, oder hinter diesem Begriff des Novice Users verbirgt sich wirklich ganz einfach jeder Mensch, der das erste Mal
mit einem ihm unvertrauten System arbeitet. Also selbst der allergrößte Computerexperte, selbst der genialste Informatiker oder die genialste Informatikerin ist ein Anfänger, wenn sie das erste Mal mit einem neuen System, das sie nicht kennt, in Berührung kommt und damit arbeitet. Und das ist quasi die Perspektive, die man mit dieser Methode einnehmen kann oder die man versucht einzunehmen. Und für andere Dinge ist die Methode oder eher weniger geeignet. Also für eine Analyse aus einer Expertensicht zum Beispiel ist diese Methode der Cognitive Walkthrough-Methode, eher ungeeignet, beziehungsweise man kann es machen, aber man wird dabei keine sinnvollen Ergebnisse rausbekommen. Der zweite wichtige Punkt ist, diese Cognitive Walkthrough-Methode, die beschäftigt sich mit einer sehr konkreten Fragestellung, nämlich mit der Frage, kommt ein Benutzer oder eine Benutzerin, die das System nicht kennt, überhaupt ans Ziel? Wird sie in der Lage sein, diesen Arbeitsablauf erfolgreich durchzugehen, um ans Ziel zu kommen? Das heißt, im weiteren Sinn kann man sagen, da geht es vor allem um eine Überprüfung der Effektivität, da geht es vor allem um eine Überprüfung nach der Taskerfüllung. Schafft man es, selbstständig ans Ziel zu kommen? Und die Vorgehensweise ist jetzt eben so, dass man eben die vorhergesehene Handlungsfolge evaluiert, Schritt für Schritt durchgeht und bei diesem Walkthrough versucht, Probleme festzustellen, Probleme zu finden, die zu Abweichungen von dieser vorhergesehenen Handlungsfolge führen können. Wenn man jetzt so einen Cognitive Walkthrough durchführt, die allgemeine Vorgehensweise, zuallererst ist mal wichtig, dass man sich als Experte oder Expertin, der oder die das System evaluiert, mit dem Gegenstand, den man untersucht, vertraut macht. Das heißt, da geht es darum, man muss das System oder das Produkt, das man evaluiert, gut kennen. Man muss wissen, wie das funktioniert und was man damit machen kann. Das heißt, da geht es nicht darum, dass Sie jetzt quasi ein unbekanntes System hernehmen und einfach irgendwie ungeplant durchstolpern, wenn Sie das erste Mal verwenden, sondern Sie als Evaluator und als Evaluatorin müssen mit dem System, das Sie untersuchen, schon vertraut sein. Sie brauchen auch natürlich das nötige Domänenwissen und Hintergrundwissen, damit sie realistisch mit dem System arbeiten können. Sie müssen wissen, in welchem Einsatzszenario das Ganze zur Anwendung kommt. Und Sie sollten auch ein Bild davon haben, wer die Benutzerinnen und Benutzer sind, also quasi wer die Zielgruppe ist für diese Abläufe, die Sie da evaluieren möchten. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich konkrete Tasks überlegt und aussucht, die man eben evaluieren möchte. Und zwar am besten aus der Perspektive der Benutzerinnen und Benutzer und nicht aus einer rein technischen oder nicht aus einer rein systemgetriebenen Perspektive. Also zum Beispiel für einen Menschen, wenn er auf eine E-Commerce-Seite geht, auf einen Online-Shop geht, wäre zum Beispiel so ein Ziel, das man sich da heraussuchen kann, so eine Aufgabe, die man herauspicken kann. Ich will da jetzt etwas bestellen und das eben im Unterschied zu einer systemzentrierten Sichtweise, wo man sagt, okay, unser Use Case ist, Produkt zu Warenkorb hinzufügen. Das ist jetzt unser Use Case, den wir aus Systemsicht abbilden möchten. Also dass man quasi versucht, die Perspektive der Benutzerinnen und Benutzer bei der Auswahl dieser relevanten Tasks zu berücksichtigen. Und dass man sich natürlich auch überlegt, was sind überhaupt die interessantesten Tasks, die man jetzt untersuchen möchte. Zum Beispiel, dass man darauf schaut, was sind Abläufe, die besonders häufig durchlaufen werden oder auch was sind besonders wichtige Abläufe, welche Abläufe haben eine besonders hohe Bedeutung. Also zum Beispiel, dass man sagt, so etwas wie ein Onboarding-Prozess oder ein Registrierungsprozess, das ist was, da müssen alle unsere User zumindest einmal erfolgreich durchkommen und das ist deshalb etwas besonders Kritisches und etwas besonders Heikles und etwas, was jeden von unseren Benutzerinnen und Benutzern betrifft. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf diesen Ablauf im Rahmen dieser Evaluierung. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich anschaut, wie ist jetzt der kritische Pfad zur Erfüllung dieses Tasks, den man sich ausgesucht hat und den man evaluieren möchte. Dieser kritische Pfad, das ist in der Regel der kürzeste oder der direkteste oder auch ganz einfach der wahrscheinlichste Pfad, von dem man sich vorstellt, dass ihn den Benutzerinnen und Benutzer folgen werden, um ans Ziel zu kommen. Also man könnte sagen, auch der von aus Ihrer Sicht als Expertin oder Experte, der zu erwartende Pfad, von dem Sie sich vorstellen würden, dass die meisten Menschen auf diesem Pfad zu ihrem Ziel kommen werden. Und dann schreibt man sich diesen kritischen Pfad einfach Schritt für Schritt raus. Hier eben als Beispiel der kritische Pfad, um seine E-Mail-Signatur in der Gmail-App auf Android zu ändern. Der besteht hier eben aus diesen 7 Schritten, die Sie auf der Folie sehen. Man muss zuerst die App öffnen, indem man auf das Gmail-App-Icon drauf tappt.
Dann muss man auf den Hamburger-Button drauf tappen, damit sich dieses Seitenmenü ausklappt. Dann muss man in diesem Seitenmenü nach unten scrollen und auf Settings drauf tappen. Dann muss man eine E-Mail-Adresse im nächsten Bildschirmdialog auswählen. Dann muss man auf den Button Mobile Signature drauf tippen. Dann muss man eine neue E-Mail-Signatur eingeben und dann muss man auf OK tippen und dann ist man fertig mit diesem Prozess. Und oft zeigt auch schon die Anzahl der Schritte, die notwendig sind, um einen Task zu erfüllen, schon, dass es vielleicht Probleme geben könnte oder dass es da Optimierungsbedarf gibt. Ein schönes Beispiel für mich war, ist schon uralt, aus dem Jahr 2007, da hat sich mal jemand aus seinem Weblog darüber beschwert, dass er daran gescheitert ist, sein E-Mail-Konto auf seinem Nokia 6233 Telefon einzurichten. Und der hat dann dem Support von seinem Mobilfunkbetreiber geschrieben und um Hilfestellung gebeten und die haben ihm dann ein PDF zurückgeschickt, wo in 78 Schritten erklärt wurde, wie man sein E-Mail-Konto auf diesem Telefon einrichten kann. Und wenn so ein Prozess einmal 78 Schritte braucht, dann kann man, glaube ich, rein aus der Anzahl der Schritte schon ablesen, dass es da vielleicht einen gewissen Optimierungsbedarf gibt, ohne dass man jetzt die einzelnen Schritte sich im Detail anschaut. Gut, wenn man jetzt diesen kritischen Pfad definiert hat und wenn man den jetzt in diese einzelnen Arbeitsschritte runtergebrochen hat, dann ist jetzt eben der nächste Schritt, dass man als Evaluator oder Evaluatorin jeden von diesen Schritten durchgeht und dabei folgende Fragen beantwortet, die Sie hier auf der Folie sehen. Nämlich die erste Frage ist, wird eine Benutzerin oder ein Benutzer überhaupt versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen, um sich seinem Ziel einen Schritt zu nähern? Die zweite Frage ist, ist das User-Interface-Element für diese Aktion wahrnehmbar bzw. sichtbar? Die dritte Frage ist, gibt es eine gut erkennbare Verbindung zwischen User-Interface-Element und der Aktion bzw. versteht ein Benutzer oder eine Benutzerin, dass diese Aktion durch dieses User-Interface-Element ausgelöst werden kann? Und die vierte Frage ist dann, bekommt ein Benutzer oder eine Benutzerin ausreichendes Feedback und erkennt die Benutzerin oder der Benutzer nach der Ausführung der Aktion, dass er bzw. sie auch tatsächlich das Richtige gemacht hat und sich seinem Ziel einen Schritt weiter angenähert hat. Und da kann man jetzt, glaube ich, sagen, diese vier Fragen, die sind nicht gleich einfach zu beantworten. Ich glaube, drei von diesen Fragen, Frage 2 bis 4, die sind relativ leicht relativ offensichtlich zu beantworten, wenn man diesen Walkthrough macht. Und die schwierigste Frage ist aus meiner Sicht definitiv diese allererste Frage, die Sie hier sehen. Wird ein Benutzer oder eine Benutzerin versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen? Weil das ist natürlich höchst, höchst spekulativ. Da können Sie nur versuchen, sich selbst in die Schuhe von anderen Menschen zu versetzen und zu schauen, glaube ich, ob der das jetzt richtig machen wird oder nicht. Das ist dann auch natürlich ein Schritt, wo man ein großes Stück weit ganz einfach Empathie braucht und wo man ganz einfach in der Lage sein muss, sich in die Schuhe von jemandem zu versetzen, der das System nicht kennt. Also das ist aus meiner Sicht sicher die schwierigste von diesen vier Fragen, während die anderen drei Fragen relativ einfach zu beantworten sind. Und wenn man jetzt bei irgendeiner von diesen vier Fragen eben Probleme findet, dann notiert man sich die und fährt dann einfach mit dem nächsten Schritt fort. Das heißt, wenn Sie im Rahmen von diesem Cognitive Walkthrough jetzt bei einer von diesen vier Fragen Probleme finden, dann führt das nicht dazu, dass Sie von diesem kritischen Pfad abweichen, sondern Sie notieren das einfach als eine Problemquelle und tun dann aber so, als ob es trotzdem weitergehen würde in dem Prozess und fahren eben einfach mit dem nächsten Schritt fort. Genau. Was auch noch ganz interessant ist, vielleicht kennen manche von Ihnen das Buch The Design of Everyday Things von Donald Norman, beziehungsweise ich rede auch in der Vorlesung Interface und Interaction Design immer recht viel und recht ausführlich über dieses Buch. Und Donald Norman beschreibt eben in diesem Buch einige grundlegende Designkonzepte, die man eben bei User Interface Design oder bei Interaction Design berücksichtigen sollte. Und diese vier Fragen, die Sie hier sehen, die lassen sich sehr schön auf diese Designkonzepte von Norman rübermappen. Oder da lässt sich sehr schön eine Verbindung zu diesen Designkonzepten finden. Weil diese erste Frage, die Sie hier sehen, da geht es quasi um das mentale Modell. Da geht es quasi um die Vorstellung von der Funktionsweise eines Systems, das die Benutzerinnen und Benutzer haben. Da geht es eben um die Frage, haben die Menschen ein
korrektes mentales Modell oder ein ausreichend korrektes mentales Modell, haben die eine ausreichend korrekte Vorstellung von der Funktionsweise eines Systems, dass sie von sich aus selber draufkommen, was sie als nächstes tun sollten, um weiterzukommen. Bei der zweiten Frage, da kann man sehr schön diesen Brückenschlag oder diese Verbindung herstellen zu dem Konzept der Affordances und der Signifier, weil da geht es eben um die Sichtbarkeit und um die Wahrnehmbarkeit von Handlungsmöglichkeiten. Sehe ich, dass ich da etwas tun kann? Ist dieses User-Interface-Element, mit dem ich etwas tun kann, überhaupt sichtbar und wahrnehmbar? Dann bei dieser dritten Frage, da kann man sehr schön diese Verbindung eben herstellen zu diesem Design-Konzept des Mappings. Sind die Benutzerinnen und Benutzer in der Lage, die Verbindung zwischen User-Interface-Element und dem, was man damit bewirkt, herzustellen? Also das Mapping zwischen Kontrollelement und Ergebnis, das sich aus der Benutzung dieses Kontrollelements ergibt. Und bei der vierten Frage geht es eben sehr direkt um dieses Designkonzept des Feedbacks, dass man eben Feedback liefern muss, damit man sich als Benutzerin oder Benutzer orientieren kann. Gut, schauen wir uns als nächstes ein Beispiel dazu an. Das Ändern, bleiben wir beim Ändern der E-Mail-Signatur, aber diesmal unter iOS und nicht unter Android. Ich finde, das ist ein recht spannendes Beispiel, das recht gut geeignet ist zum Herzeigen von dieser Port-Minute-Forktour-Methode. Und ich möchte an der Stelle jetzt ganz kurz für Sie die Frage in den Raum stellen, wenn Sie sich diesen Screenshot da rechts am Bildschirm anschauen, und Sie wollen Ihre E-Mail-Signatur ändern, wo würden Sie hintippen? Tatsächlich ist es so, um die E-Mail-Signatur unter iOS zu ändern, muss man nicht in die Mail-App reingehen, sondern man muss in die Systemeinstellungen, in die System-Settings reingehen. Genau genommen schaut der kritische Pfad so aus, wie Sie es hier auf der Folie sehen. Zuallererst auf Settings tippen, dann nach unten scrollen, auf den Menüeintrag Mail draufklicken, dann wieder nach unten scrollen, auf den Menüeintrag Signature drauf tippen, dann in die Textbox reintippen und dann kann man seine neue Signatur eingeben. Und ja, fangen wir aber vielleicht beispielhaft einfach kurz diesen Walkthrough jetzt an. Wie Sie es ja eben schon selber viele von Ihnen vermutet haben, man könnte wahrscheinlich glauben, dass man die E-Mail-Signatur im Mail-Programm ändert, ist ja auch häufig so. Also die E-Mail-Signatur unter macOS, die ändere ich auch im Mail-Client und nicht in den Systemeinstellungen. Die E-Mail-Signatur auf Android ändere ich auch in der Mail-App und nicht in den Systemeinstellungen. Nur bei iOS ist es halt historisch gewachsen so, dass man die E-Mail-Signatur in den Systemeinstellungen ändern muss. Aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt zu dieser ersten Frage kommen, wird ein Benutzer oder eine Benutzerin überhaupt versuchen, das Richtige zu tun, um sich dem Ziel einen Schritt anzunähern, dann sage ich an der Stelle gleich mal nein, kann man absolut nicht davon ausgehen, weil es gibt zumindest zwei legitime Möglichkeiten auf diesem Bildschirm, nämlich Mail und Settings, und ich persönlich würde sagen, Mail ist eigentlich naheliegender als die Settings. Das heißt, kann ich gleich mal notieren, hier ist ein Problem zu erwarten. Die nächste Frage, ist das User-Interface-Element sichtbar? Der Settings-Button ist gut sichtbar, also kein Problem zu erwarten. Ist die Verbindung erkennbar? Wenn ich weiß, wo ich hin muss, also wenn ich weiß, dass ich in die Settings rein muss, dann ist es, glaube ich, leicht, die Verbindung zwischen dem Settings-Button und dem Settings-Menü herzustellen. Also diese Verbindung zwischen UI-Element und richtiger Aktion ist, denke ich, auch gegeben. Die Frage ist vielmehr, komme ich überhaupt darauf, dass ich die richtige Aktion setze? Aber wenn ich weiß, was die richtige Aktion ist, dann schaffe ich es wahrscheinlich, diese Verbindung herzustellen. Und zuletzt bekomme ich ausreichend Feedback. Ja, wenn ich auf den Settings-Button draufklicke, dann komme ich in den Bildschirm hier, den Sie hier sehen. Also die Settings-App öffnet sich, es tut sich was. Ich bekomme ausreichendes Feedback, dass ich da jetzt einen Schritt weitergegangen bin. Zweiter Schritt. Im zweiten Schritt befinden wir uns in dem Bildschirm, den wir hier sehen. Da muss ich jetzt nach unten scrollen und auf Mail drauf tappen. Also wenn ich mal in der Settings-App drin bin, dann ist es, glaube ich, naheliegend, dass ich nach irgendwas suche, was mit E-Mail zu tun hat. Das heißt, ja, ich glaube, bei der ersten Frage, die Leute werden versuchen, das Richtige zu tun. Die zweite Frage bei der Sichtbarkeit. Grundsätzlich ja, mit einem leichten Vorbehalt. Die Beschriftung ist an und für sich eindeutig, es ist ein Icon dabei, dass man erkennt, es geht hier um die E-Mail-Einstellungen, aber ich wäre hier trotzdem ein bisschen vorsichtig, würde ein bisschen relativieren,
weil man muss zuerst scrollen. Das ist jetzt grundsätzlich nicht abwegig. Scrollen muss man ja schnell einmal in einem mobilen User-Interface. Was auch noch dazu kommt, dieser Settings-Bildschirm ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig lang. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, da sind defaultmäßig 60 oder 80 Listeneinträge drinnen und viele Apps geben noch zusätzliche Listeneinträge rein. Das heißt, dieser Settings-Bildschirm, das ist eine ziemlich, ziemlich lange Liste. Und deshalb glaube ich, dass da schon eine gewisse Gefahr besteht, dass man es übersehen könnte. Deshalb notiere ich es mir einfach mal als Problem. Ich sage auch dazu, mir ist bewusst, wenn ich sage, das könnte ein Problem sein, dass ich da wahrscheinlich schon relativ kleinlich bin. Also das ist schon sehr pedantisch, wenn ich das jetzt kritisiere. Aber das ist auch durchaus beabsichtigt, weil während des Walkthroughs ist es am besten, dass man möglichst kleinlich, möglichst pedantisch ist, dass man alles festhält, was einem auffällt, weil die detaillierte Analyse von dem, was man gefunden hat, die findet eh erst nachher statt. Während des Walkthroughs ist es wirklich am besten, möglichst gründlich, möglichst kleinlich alles festzuhalten, was einem irgendwie auffällt. Dritte Frage, Verbindung zwischen Menüeintrag und Aktion. Ja, würde ich sagen, ist eindeutig gegeben. Und vierte Frage, Feedback. Wenn ich drauf tippe, kommt wieder ein neuer Bildschirm, nämlich der, den wir jetzt hier rechts sehen. Also man bekommt auch ausreichendes Feedback, dass man sich weiter bewegt hat. Dann auch hier wieder, werde ich versuchen, die richtige Aktion zu setzen? Ja, wahrscheinlich schon. Ich suche wahrscheinlich einen Menüeintrag, der etwas mit einer Signatur zu tun hat. Sichtbarkeit, wieder analog zu vorher, grundsätzlich schon eindeutig und sichtbar, wahrnehmbar, erkennbar. Aber der Menüpunkt ist auch wieder erst nach Scrollen sichtbar. Wenn man ihn gefunden hat, ist es, glaube ich, leicht, dass man die Verbindung zwischen dem Konzept und dem UI-Element herstellt, also kein Problem zu erwarten. Und wenn ich drauf tappe, geht wieder ein neuer Bildschirm aus, das heißt, ich bekomme auch ausreichendes Feedback, wenn ich die Aktion setze. Ich tippe also auf den Signatur-Button und komme zu diesem Bildschirm hier, wo ich die E-Mail-Signatur ändern kann. Und da muss ich jetzt als nächstes auf die Textbox drauf tappen, damit der Einfügecursor gesetzt wird und damit das virtuelle Keyboard von unten ausgeklappt wird. Ich glaube, die meisten Leute werden an der Stelle wahrscheinlich versuchen, das Richtige zu tun. Das User-Interface-Element, das dafür notwendig ist, ist auch sichtbar. Ich glaube aber, dass es an der Stelle ein Problem im Mapping, in der Verbindung zwischen User-Interface-Element und Aktion gibt, weil erstens, die Textbox an sich ist schon mal nicht beschriftet, das heißt, das ist jetzt nicht ganz eindeutig, was diese Textbox ist. Die Textbox sieht auch nicht wahnsinnig aus wie eine Textbox, wo man reinschreiben kann, insbesondere deshalb, weil eben der Einfügecursor nicht gesetzt ist und das Keyboard ist auch nicht eingeblendet. Das heißt, ich glaube, da gibt es zumindest ein gewisses Verbesserungspotenzial, dass man das eindeutiger macht, was in dieser Bildschirmmaske zu tun ist, dass man eine eindeutigere Verbindung zwischen dem UI-Element und dem Eingeben der Signatur herstellt. Wenn ich jetzt in die Textbox reingetippt habe, dann wird der Einfügecursor da reingesetzt, dann klappt das Keyboard aus. Das heißt, ich würde sagen, wir bekommen an der Stelle genug Feedback, um zu wissen, ich befinde mich auf dem richtigen Weg und da ist jetzt etwas passiert. Wenn ich da jetzt reingetippt habe, dann schaut diese Bildschirmmaske folgendermaßen aus. Dann habe ich eben den Einfügecursor gesetzt, ich habe das Keyboard eingeblendet und ich kann anfangen, den Text, der drinnen steht, rauszulöschen und irgendwas Neues reinzuschreiben. Ich glaube wieder, die meisten Leute werden an der Stelle versuchen, das Richtige zu tun, um die Aufgabe zu erledigen. Die UI-Elemente sind alle sichtbar, die Verbindung zwischen Aktion und UI-Element ist, glaube ich, auch gegeben. Was an der Stelle spannend ist, ist das Feedback, wenn ich jetzt fertig bin. Und da sehe ich an dieser Stelle nämlich zwei mögliche Problemstellen. Das erste ist, es gibt keine eindeutige Möglichkeit zu speichern. Und das zweite ist, man bekommt auch kein Feedback, dass man fertig ist, beziehungsweise, dass die Signatur tatsächlich geändert wurde. Das Lustige ist, an der Stelle braucht es keine Aktion mehr, um die Signatur zu ändern. Quasi, weil was Sie da rein, oder ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Sie müssen vielleicht auf Mail tippen, aber ich glaube, nicht mal das ist notwendig. Ich glaube, die Signatur wird einfach so, wie sie da in dieser Textbox drinnen steht, direkt übernommen. Und das ist jetzt in zweierlei Hinsicht problematisch, weil das erste ist, ich stecke da jetzt in diesem Bildschirm fest und weiß eigentlich nicht, was ich tun muss, um diese Operation abzuschließen. Es gibt kein klar definiertes Ende, keine Bestätigung, dass ich jetzt quasi das erfolgreich geändert habe.
Und das andere ist auch, wenn man sich jetzt vorstellt, angenommen, ich bin da drinnen und ändere meine Signatur und plötzlich ruft jemand an und ich werde quasi aus dieser App rausgeschmissen und telefoniere mit wem eine halbe Stunde und danach weiß ich nicht mehr oder erinnere mich nicht mehr daran, dass ich meine E-Mail-Signatur ändern wollte, dann steht da vielleicht eine halbfertige E-Mail-Signatur drinnen, die wo ich übersehen könnte, dass ich die fertig ändern muss. Und das ist insofern problematisch, weil eine E-Mail-Signatur, das ist ja jetzt kein Text, wo es sinnvoll ist, dass man da irgendwie einen Work-in-Progress-Zwischenstand speichert. Also eine E-Mail-Signatur, die sollte es ja nur in einer fertigen Form geben. Eine E-Mail-Signatur, das ist nicht sowas wie eine Bachelorarbeit oder eine Diplomarbeit, wo ich mich heute hinsetze, 5 Seiten schreibe, aufhöre und am nächsten Tag weiter dran schreibe, sondern das ist was, das ist, wenn ich fertig damit bin, dann soll das auch fertig sein. Und deshalb macht es für mich keinen Sinn, dass man da quasi dieses automatische Speichern jeder Änderung durchführt, weil eine E-Mail-Signatur quasi nie in diesem Bearbeitungs-, diesem Work-in-Progress-Zustand gefangen sein sollte. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendeine Operation hin tut, dass man irgendeine Aktionsmöglichkeit bereitstellt, um eben diesen Vorgang abzuschließen. Gut. So viel zum Walkthrough. Also das wären so diese 5 Schritte, die notwendig sind, um das unter iOS zu machen. Jetzt sind wir mit diesem Walkthrough fertig. Wir sind aber noch nicht fertig mit der Analyse von dem Ganzen, sondern jetzt geht es erst an die Problemanalyse von dem Ganzen. Und wenn ich mir jetzt die Ergebnisse von diesem Walkthrough anschaue, wenn ich mir alles anschaue, was mir da aufgefallen ist, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich mir markiert habe in den Screenshots, dann würde ich sagen, lassen sich zwei übergeordnete Probleme aus dem Ganzen herauslesen. Das erste ist dieser Bildschirm, den wir gerade gesehen haben, diese Bildschirmmaske zum Ändern der Signatur, wo ich 2 Teilprobleme sehe, nämlich einerseits, dass dieses Textfeld zur Eingabe der E-Mail-Signatur einen schlechten Aufforderungscharakter hat, dass es relativ schlecht erkennbar ist, was man da tun muss und wo man das reinschreibt. Und das würde ich aber nur als ein Minor Usability-Problem sehen. Ich glaube, die meisten Leute würden früher oder später draufkommen, dass sie halt in diese Textbox reintippen müssen. Das heißt, dem würde ich ein Severity-Rating von 2 geben. Das andere Problem bei dieser Bildschirmmaske ist eben, wie gesagt, dass es keinen eindeutigen Abschluss oder keine eindeutige Möglichkeit gibt, um diesen Task abzuschließen. Es gibt keinen OK-Button, es gibt keinen Übernehmen-Button, es gibt keinen Save-Button, keinen Speichern-Button. Und deshalb fehlt für mich hier der deutliche Abschluss nach Fertigstellung des Tasks. Und das sehe ich schon problematischer, eben insbesondere, weil dadurch eben auch halbfertige E-Mail-Signaturen da irgendwie zwischengespeichert und dann weiterversendet werden können, was natürlich durchaus peinlich sein kann, wenn man da länger nicht draufkommt. Und deshalb würde ich diesem Problem auch ein relativ hohes Severity Rating von 3, also Major Usability Problem, geben. Das Gute ist, diese 2 Probleme, die da in dieser Bildschirmmaske zum Ändern der Signatur drinnen stecken, die sind ein sehr isoliertes Problem. Die sind eigentlich vollständig beschränkt auf diesen einen Screen, auf diese eine Bildschirmmaske. Und deshalb lässt sich dieses Problem auch relativ einfach beheben und relativ einfach umarbeiten. Und ich habe versucht, das jetzt mit einem Redesign zu lösen. Das ist jetzt, ich sage nicht, dass das die beste Lösung ist, die es für dieses Problem gibt oder dass es die schlaueste Lösung ist, sondern das ist halt eine Lösung, die mir naheliegend erscheint und die man in einer halben Stunde halt schnell realisieren kann, dass man diese Bildschirmmaske eben dahingehend umgestaltet. Zuallererst einmal, das Ganze ist ein Fenster, dass man, also es ist ein modaler Dialog, wo man mit Cancel abbrechen kann, wo man quasi seine Änderungen auch wieder verwerfen kann, wenn man sich es anders überlegt. Das ist was, was bei der jetzigen Bildschirmmaske nämlich auch nicht möglich ist, ein Verwerfen der Änderungen, beziehungsweise wo man die Änderungen mit einem Done, mit einem Bestätigen übernehmen kann, damit die gespeichert werden. Und die 2. wichtige Änderung, wenn diese Bildschirmmaske aufgeht, dann ist der Einfügecursor bereits standardmäßig in das Textfeld reingesetzt und die Tastatur ist quasi aufgeklappt. Das heißt, ich muss dann nicht mehr umsonst in dieses Textfeld reintappen, sondern ich kann sofort anfangen, drauf loszuschreiben. Und lustigerweise, wenn man dieses Design da jetzt vergleicht mit dem, wie es Gmail unter Android realisiert, dann ist das eigentlich 1:1 von der Funktion her dasselbe Konzept, wie es in der Gmail-App auch tatsächlich realisiert ist.
Das zweite Problem, das ich jetzt aus diesem Walkthrough herauslesen wird, ist die Auffindbarkeit der Signatureinstellungen an sich. Ich glaube, dieses Problem wird auch dadurch noch maßgeblich verschärft, dass eben die Bildschirmmaske, wo man die Signatur dann schlussendlich ändern kann, 3 Ebenen vom Startbildschirm entfernt ist und dass der Pfad jetzt nicht unbedingt offensichtlich ist. Das heißt, da ist das Risiko sehr groß, dass man unterwegs die Zuversicht verliert, dass man sich auf dem richtigen Pfad befindet und quasi wieder rausgeht aus der Settings-App, bevor man am Ziel angelangt ist. Das heißt, ich glaube, da ist wirklich ein relativ großes Risiko oder relativ große Gefahr gegeben, dass sich Leute schwer tun werden, überhaupt mal dort hineinzufinden, überhaupt an die richtige Stelle hinzufinden. Ein anderes Problem ist, dass dieses Ändern der Signatureinstellungen auch inkonsistent ist mit anderen Plattformen. Also ich persönlich kenne keine andere große Plattform, kein anderes großes Betriebssystem, wo man anwendungsspezifische Einstellungen in den Systemeinstellungen ändern muss. Normalerweise hat in den meisten Systemen, Windows, macOS, Android, was auch immer, wenn man da Anwendungseinstellungen ändern will, dann macht man das in der Anwendung und nicht in den Betriebssystemeinstellungen. Und ein anderes Problem ist auch, dass dieses Verhalten inkonsistent ist zwischen den First-Party-Apps, die von Apple rausgegeben werden, und Third-Party-Apps, die von anderen Entwicklern und Firmen herausgegeben werden. Weil wenn Sie zum Beispiel die Signatureinstellungen in der Gmail-App ändern wollen, dann machen Sie das direkt in der Gmail-App und nicht in den Systemeinstellungen. Und diese ganzen Aspekte, die führen, glaube ich, gemeinsam dazu, dass man schon sehr stark vermuten kann, dass diese Einstellungen nicht gut dort zu finden sein werden. Das Ganze ist wahrscheinlich grundsätzlich kein schwerwiegendes Problem für erfahrene Benutzer. Also wenn man seit Jahren iOS verwendet, dann ist das wahrscheinlich kein Problem. Dann weiß man wahrscheinlich, wo man nachschauen muss. Aber wenn man noch nie ein iPhone verwendet hat, wenn man von Android auf iOS umsteigt oder wenn man sich jetzt gerade erst ein erstes Smartphone gekauft hat, dann kann ich mir vorstellen, dass das für Neulinge, die das System nicht kennen, durchaus Probleme bereiten kann. Auf der anderen Seite, dass eine Herausforderung bei diesem Problem ist, dass dieses System ein relativ schwer zu beheben ist und dass ich glaube, dass es deswegen notwendig wäre, dass man weitere Untersuchungen anstellt, wie schwerwiegend das Problem tatsächlich ist. Das Problem ist, glaube ich, deshalb so schwerwiegend, weil diese Auffindbarkeit der App-Einstellungen, das ist ja etwas, das betrifft nicht nur das Ändern der Signatur, sondern das betrifft das Ändern von sehr vielen Einstellungen, von sehr vielen App-Einstellungen, weil das einfach eine systemweite Konvention bei iOS ist, dass man App-Einstellungen in den Systemeinstellungen vornehmen sollte, auch wenn diese Konvention selten eingehalten wird. Und falls man jetzt versucht, Lösungsansätze für dieses Problem zu finden, dann wäre eine Variante, dass man quasi sowas wie a quick and dirty, sowas wie eine Notlösung findet, wie man das beheben kann, zum Beispiel indem man ganz einfach einen Shortcut zu den Mail-Settings in der Mail-App integriert. Das Problem ist eben, wenn man diesen Ansatz versucht, dann ist die Skalierbarkeit sehr fragwürdig. Vielleicht gibt es auch noch andere Einstellungen, die von so einem Shortcut profitieren könnten. Und man kann natürlich nicht unendlich viele Shortcuts in die Apps reinpacken, die dann in die Settings rüberführen. Das zweite Problem ist, das Ganze wäre absolut nicht konform mit den Plattformkonventionen, so wie sie von Apple rausgegeben werden. Aber man muss eben auch sagen, diese Plattformkonventionen werden so, wie es jetzt gehandhabt wird, ohnehin schlecht durchgesetzt. Und wenn Sie sich viele Drittanbieter-Apps anschauen, da gibt es sehr wenige Apps, die ihre Einstellungen in die Systemeinstellungen auslagern. Die andere Variante wäre eben, dass man überhaupt das gesamte Settings-Konzept unter iOS komplett redesigned und komplett neu überdenkt. Aber da muss man natürlich sagen, das hat extrem weitreichende Auswirkungen, es ist wahrscheinlich extrem aufwendig, es ist auch riskant und es ist vor allem auch problematisch für die gesamte bestehende Benutzerbasis. Das heißt, das ist was, das kann man nicht so einfach lösen. Also in dem Sinne, dieses zweite Problem mit dieser schlechten Auffindbarkeit, das ist was, wo ich sagen würde, ich glaube, es ist ein Problem, aber mir fällt jetzt tatsächlich keine gute Lösungsmöglichkeit ein und das würde auf jeden Fall weitere Untersuchungen und eine vertiefende Auseinandersetzung erfordern, wie man mit diesem Problem jetzt am besten in der Praxis umgehen soll. Gut.
Zum Schluss vielleicht noch zusammengefasst kurz die Vor- und Nachteile von dieser Methode des Cognitive Walkthroughs. Zuallererst einmal ein großer Vorteil von dieser Methode ist eben, dass man dafür keine Teilnehmer und Teilnehmerinnen braucht, keine Benutzer und Benutzerinnen, dass man keine Testpersonen rekrutieren muss, sondern dass man das Ganze wirklich alleine für sich am Schreibtisch durchführen kann. Das ist ein Vorteil von allen Inspektionen, Inspektionsmethoden und eben auch von dieser Inspektionsmethode. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diese Form der Evaluierung bereits während der Entwicklung mit einem Detailkonzept, mit Wireframes, mit einem Interaktionsflussdiagramm durchführen kann. Das heißt, man braucht kein fertiges System, sondern es reicht eigentlich ein detaillierter User-Interface-Design-Entwurf, um so einen Cognitive Walkthrough durchführen zu können. Es ist eine Methode, die gut geeignet ist, um einzelne Abläufe, einzelne Interaktionsflüsse sehr detailliert zu analysieren, dass man sich die wirklich mal sehr detailliert und auch sehr strukturiert anschaut. Und es ist auch eine Methode, die ganz gut geeignet ist, um unterschiedliche Alternativen, also unterschiedliche Pfade an ein Ziel miteinander zu vergleichen, um einfach mal zu schauen, welcher von denen führt wahrscheinlich zu weniger Problemen bei Leuten, die das erste Mal verwenden. Zu den Nachteilen gibt es zu sagen, zuallererst einmal die Aussagekraft ist zumindest ein Stück weit eingeschränkt von dem Ganzen. Das ergibt sich einfach daraus, dass das Ganze ein Expertenreview ist, dass das Ganze eine Inspektionsmethode ist. Das heißt, das gilt für alle Inspektionsmethoden, dass man ganz einfach dabei Annahmen treffen muss, wie sich Leute tatsächlich verhalten werden, dass diese Annahmen natürlich auch falsch sein können. Das heißt, vielleicht übersieht man was oder vielleicht fängt man an, dass man Probleme diagnostiziert, die in der Praxis gar nicht so schwerwiegend sind oder die in der Praxis überhaupt keine Probleme sind. Es ist auch ein gewisses Risiko, dass man wichtige Tasks übersieht. Also das liegt quasi in der Eigenverantwortung von den Evaluatorinnen und Evaluatoren, dass sie sich überlegen, welche Tasks sie auswählen. Und wenn sie dabei nicht gründlich vorgehen, dann kann es sein, dass man wichtige Tasks ganz einfach auslässt und übersieht. Und es legt einen sehr engen Fokus auf die Taskerfüllung, auf die Effektivität, auf die Zielerreichung bei der erstmaligen Verwendung eines Systems durch einen Benutzer oder eine Benutzerin. Ein anderer Nachteil ist, dass das Ganze bei sehr vielen Tasks natürlich sehr zeitaufwendig sein muss. Das heißt, Das heißt, man sollte sich oder man muss sich auch überlegen, welche Tasks es jetzt wert sind, dass man sich die so detailliert anschaut. Und ein weiterer Nachteil ist, dass das Ganze grundsätzlich keine Handhabe für nichtlineare Abläufe bereitstellt. Also wenn Sie nichtlineare Abläufe, Verzweigungen zum Beispiel untersuchen möchten, dann ist es im Sinne dieser Methode notwendig, dass Sie diese Verzweigungen als eigene Handlungsfolgen durchmodellieren und jedem einzelnen von diesen Handlungsfolgen durchspielen. Aber die Methode an sich gibt einem quasi keine Richtlinien und keine Empfehlungen und keine Vorgehensweise, an die man sich halten kann, wenn man es mit einem nichtlinearen, mit einem verzweigten Ablauf zu tun hat.